Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Video der Kategorie gespendete Mega-Openings. Und ja, wie es der Name schon sagt, haben wir hier ein kleines Päckchen, das mir gespendet wurde. Und was sich darin befindet, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, wir haben hier eine Dual-Powerbox voll mit Yu-Gi-Oh!-Karten. Und das ist nicht irgendeine Einsendung, sondern das ist die Einsendung meines Arbeitskollegen Ludi. Vielen Dank an dich an der Stelle. Wir sehen uns ja Montag wieder. Ich war heute nämlich arbeiten, heute ist Samstag, und er hat das ja schon angekündigt, dass er mir das hier mitbringt. Und dementsprechend hat er es jetzt dann auch getan. Ein paar Karten wusste ich im Vorfeld, was drin ist. Habe auch, als ich das auf dem Parkplatz übergeben bekommen habe, noch einen kurzen Blick reingeworfen mit ihm zusammen. Und jetzt schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was da drin ist. Genau, für mich aktuell ein vertrauter Anblick. Die ersten paar Karten weiß ich ja. Wir legen immer nur die Highlights raus und mit denen fangen wir auch an. Wir haben hier nämlich zweimal das Millennium-äugige Opfer aus LED 2. Geht eins, glaube ich, 20 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das schon die Highlights sind. Ich denke mal nicht, dass da noch was drin sein sollte, was noch teurer ist. Mega cool auf jeden Fall, Millennium-äugige Opfer. Sehr schön, die legen wir uns raus. Genauso wie die hier, das dunkle Magiermädchen in Gold Rare aus PGLD. Die geht auch noch so 1 oder 2 Euro. So. Dann weiß ich, dass hier die Promos aus LOD 2 drin sind, aus diesem Spiel, die jetzt rausgekommen sind, dazu kommen wir aber später. Jetzt gucken wir hier erstmal durch, Königlicher Erlass, Brillengolem, okay, ein paar Kamins. Ein paar Kamins sind ja auch drin, ein paar kaputte Kamins, weil er bedauerlicherweise an einer Losauktion teilgenommen hat, ohne zu wissen, dass das reine Verarsche ist. Dann haben wir hier Kampfhausblender, ziemlich viel Dusa-Stuff, Schwarzflügel Gale, der Wirbelwind, Crowley, der erste Wahrseher. Ja, also Dupo finde ich mega nice, auch die Qualität der Karten aus Dupo ist einfach extrem gut. Dann haben wir Cynet Codec. Die Karten aus LOD 2, diese Promos, will ich mal rauslegen. Nicht, weil sie ist besonders teuer oder weil sie großartige Highlights wären, sondern einfach, weil es neue Karten sind, die vielleicht noch nicht jeder kennt und wo man vielleicht auch mal so in Form einer Übersicht einen Blick drauf werfen möchte. Deswegen legen wir die hier mal raus. Die legen wir mal hier etwas an den Rand. Dann haben wir den Stern Seraph Hoheit, Progleo, auch eine der Karten aus LOD 2, sehr cool. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Promos es da insgesamt gab, aber ich glaube, es waren schon ein paar. Utopische Onomatopoesie, bis ich den Namen mal aussprechen konnte, hat es einige Versuche gedauert damals beim Dual Power Opening. Und ja, nehmen wir uns mal gleich den zweiten Stapel. Da sehe ich schon, dass wieder einiges durcheinander. Ist wohl bei der Autofahrt ein bisschen was durcheinander gekommen. Boah. So, genau. Dann haben wir hier Guki, der große Urga. Raubpflanze Spinnenorchidee. War das nicht sogar die... Nee, das war, glaube ich, nicht die einzige... oder war das nicht die einzige Pendelkarte in Dual Power? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder war es die einzige Raubpflanzenkarte? Das kann auch sein, aber der war irgendwas besonders. Dann haben wir Doppelt oder Nichts. Trickster Fingerhut-Hexe. Necros von Bryonek. Ja, damals richtig teuer gewesen. 80 Euro Secret Rare aus. Ich glaube, die Secret Forces muss es gewesen sein. Das war die Chase-Karte. Sehr cool. Dann haben wir die Hohepriesterin der Prophezeiung. Photonenvorstoße, Natur hier Ungeheuer. Glühender Rotdrachen Herz und der Welt Laban. Xyz Änderungstaktik, Sicherungsaufseherin, glühender Rotdrachen Herz und der Wettler König Elend, ursprünglich erschienen Shining Victories, priesterlicher Drachenkönig von Atum, dann nochmal den Wahrseher, Harpien Tänzerin, dann haben wir priesterliches Siegel der himmlischen Sphären, ja, eine priesterliche Karte. Auch sehr cool, hat mir damals schon gefallen, dass ich sie das erste Mal in den Link Reigns Pack gesehen habe. Dann haben wir Super Quantan Mechkönig Großer Magnus, antiker Antriebsgolem, ultimatives Pfund. Freut mich, dass er ein Holoprint bekommen hat. Priesterlicher Drache von Tefnuit. Oh, die ganzen Gold Secrets, ja, genau. Heimtückische Fallgrube. Dann haben wir hier wieder eine Kamen. Dann haben wir hier den Mikrokodierer oder Mikrocoder. Kommt auch aus LOD 2.
Scheint wohl irgendwie so eine Art Codiersprecher oder so zu sein. Steht auch hier im Effekttext, zumindest das Wort Codiersprecher. Scheint wohl zu der Familie dazuzugehören. Sehr cool. Legen wir uns auch mal raus. Dann haben wir Rechtshänder-Schraubendreher. Okay, au, Quintett-Magier. Der ist zwar nichts wert, aber ich finde den halt sehr, sehr schön. Ich finde im Allgemeinen diese ganzen Magier, die da rausgekommen sind, echt cool. Vor allen Dingen den Chaos-Magier. Dann Shurid, Stratege der Necros und neunschwänziger Fuchs. Erinnert immer so ein bisschen an Naruto. Ich habe zwar nie wirklich Naruto angeguckt, aber ich weiß, dass es da irgendwie so einen neunschwänzigen Fuchs gibt und habe doch mal Bilder davon gesehen. Okay, nochmal hier noch einen kleinen Stapel. Wir haben Felix, lichtverpflichteter Bogenschütze, der Magiebuchmagier der Prophezeiung. Das ist auch sehr cool. Neo Galaxie Augen Photonendrache ist natürlich fürs Original in Ultra Rare nicht unbedingt gut, sag ich mal. Zumindest nicht für den Wert der Karte. Ist aber dennoch eine sehr schöne Karte, sehr schöner Reprint und ja, qualitativ vom Print her steht es dem Original auch in nichts nach. Dann haben wir Nummer 62 Galaxie Augen Ur Photonendrache, den ich auch in Ghost Rare habe. In Ghost Rare ist er nicht ganz so cool, weil der Ghost Rare Effekt bei dem nicht so wirklich zum Tragen kommt. Und bevor ihr jetzt sagt, ah, den gibt es aber gar nicht in Ghost Rare, doch, gibt es im OCG. Ihr wisst ja, ich sammle beides. Dann Celestia, lichtverpflichtete Engel. Und oh, Silberflügel im Kamen. So. Dann haben wir Layla, lichtverpflichtete Zauberin. Überfall Raptor Kraftkauz. War auch eine Secret Rare. Ich weiß zwar nicht mehr genau, in welchem Set war es. High Speed Riders? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das eine Chase-Karte. Die ging damals so 30 Euro. Jetzt haben wir hier den Ultra Rare Reprint. Wulflich verpflichtetes Ungeheuer. Kreuzritter von dem Demion. Garorflich verpflichteter Krieger. Denko Sekka in Secret Rare aus BLRR. Sehr schön. Oder BLLR. So. Richtig, richtig cool. Dann haben wir Dämmerungsninja Kagen, Gladiator-Ungeheuer Andabata, eins meiner Lieblings-Gladiator-Ungeheuer. Da gibt es aber noch einen cooleren. Dann Latzion, Herr der Zeit, Visionszelt Anbetung, Nixenrüstung, Abyss-Toys. Ah, Minerva, die erhabene Lichtverpflichtete aus BLLR, war auch damals eine relativ gesuchte Karte, war glaube ich so ein 10er wert. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, aber für mich ist das ein Highlight, die legen wir uns auf jeden Fall mal raus, auch wenn sie leider schon ein bisschen gebandet ist. Aber da ich ja einen Magnet halt dann sammle, ist das eh nicht wichtig. Dann haben wir den Weißen mit den blauen Augen, der ursprünglich als Ultra Rare in Shining Victories rausgekommen ist. Das erinnert mich immer an ein Spenden-Opening, das ich mal gemacht habe, wo er auch mit dabei war. Zweimal in Ultra Rare, damals ging er noch 30 Euro in Ultra Rare. Das war richtig, richtig der Hammer, hat mich richtig vom Hocker gehauen. Sehr cool. Dann haben wir Galaxiesoldat, war auch mal eine relativ wertvolle Karte. Hexe vom Schwarzen Wald, so ein random Oldschool Reprint, ja. Finde ich ganz cool, dass sie einen Holoprint bekommen hat, auf jeden Fall. Dann weiße Aura-Delfin, weiße Aura-Wal. Und dann haben wir wieder Anbetung. Kaktus-Türsteher, einer der, so wie ich sie gerne nenne, vergessenen Secret Rares der GX und 5Ds-Zeit. Der kommt, glaube ich, aus, war es Ancient Prophecy, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall erst wieder so wirklich ins Gedächtnis der Leute gerufen worden, dass er hier seinen Reprint hatte. Dann haben wir wieder Kagen. In die Leere. Ja, ich glaube, wo kam die her? War es The Shining Darkness ursprünglich? Auf jeden Fall war es eine Karte aus 5Ds. Dann Abgrundskript, Abgrunderhaltung. Ja, die Abgrundschauspieler finde ich ja eh cool. Garoth, lichtverpflichteter Krieger. Eieieiei. Dann Transmodifizieren, Bujintei Tsukuyomi. Als der Reprint angekündigt wurde, haben auch alle gejammert, weil der wohl zu dem Zeitpunkt aus dem Originalset irgendwie ein bisschen was wert war. Rotäugiger Leuchtfeuer-Metalldrache aus LDK 2, der ging auch den ein oder anderen Euro. Ist eine sehr coole Karte, die legen wir auf jeden Fall mal raus. Dann Goyo-Wächter aus Dusa, Elementarheld Nova Master. Der Magiebuchmagier der Prophezeiung. Visionsheld Witch Raider, der hätte auch gut als Schicksalsheld durchgehen können, finde ich auf jeden Fall mega cool. Allein schon vom ganzen Farbspiel und so ein Secret Rare sieht einfach mega geil aus. Dann haben wir nochmal Nova Master, superstarker Samurai Faust, superstarker Samurai Dampfzugkönig, Abgrundskript, Abgrunderhaltung, Magiebuch der Geheimnisse, haben wir ja damals in Ultimate gezogen aus dem Special Edition von Return of the Duelist, sehr cool. Schicksalsheld Dusktopia, nochmal Faust. Das ist mein absoluter Lieblings- oder mein absolutes Lieblingsgladiator-Ungeheuer. Sehr cool. Noxius, richtig, richtig sick, die Karte. Vom Farbspiel, von der Idee und auch das mit den Krallen einfach mega, mega cool. Raiden, Wunderkontakt, Abgrundschauspieler, Vorspieler, von denen gibt es ja, glaube ich, auch in den USA einen Misprint, wo die in Prismatic Secret Rare gedruckt worden sind, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind, glaube ich, auch einiges wert. Dämmerungsninja Yogen, die Dämmerungsninja finde ich auch cool. Da haben wir nochmal den Aura-Wahl, Lumina, Layla,
Transmodifizieren, Gaia, Drache, der Donnerangreifer, auch eine sehr coole Karte. Dann haben wir nochmal Raiden, nochmal Lumina, Felis, Erzunterweltler, Zombieschädel, Dracheneinheit, Ritter, Gay, oh Gott, der wird hoffentlich nicht gay ausgesprochen, auf jeden Fall ein Dracheneinheit, Ritter, okay. Okay, sieht auf jeden Fall mega cool aus. Dann haben wir Infernoid, Deviati, Kreuzritter von den Dymionen, Weiße Moräne und Boden einer anderen Dimension. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich alte Karte gewesen. So, dann holen wir uns hier mal einen weiteren Stapel raus. Hier haben wir jetzt wieder Cummins. So, dann haben wir hier die Einzelfeuerblüte. Inwiefern die noch was wert ist, weiß ich nicht. Speziell, da die ja noch einen Super Rare Reprint bekommen hat. Nochmal hier wieder alles Mögliche. Tata. Ah ja, jetzt kommen wir hier wieder zu ein paar Gold Rares. Wir haben hier Graf, Grimtaze des brennenden Abgrunds. Oh Gott, Zünder, Prominence, der sprengende Dracho-Bezwinger. Ach du Scheiße. Dann haben wir Feenwind, Scram, Grimtaze des brennenden Abgrunds. Dann haben wir hier Beatrice, die ewige Dame. Die war ja auch ein bisschen was wert damals. Allerdings ist die Karte an sich von der Farbe halt sehr blass. Und durch den Gold-Secret-Effekt ist das Artwork halt richtig, richtig, richtig überladen. So. Schade eigentlich. Ich habe auch die Ultra-Rare-Version aus Japan. Da sieht sie viel, viel besser aus. Ja, Cyberdrache 3. Mal wieder ein paar Comments. Oh, Zentralfrosch, ein Shortprint. Oh, dann haben wir hier eine Booster-Holo, Gefahrzone. Sehr, sehr cool. Ihr wisst ja, Booster-Holos legen wir einfach aus Prinzip raus. Dann haben wir Schwarzflügel, Notung, das Sternenlicht, Gerümpelriese, Tristan, Ritter der Unterwelt, auch ein sehr cooles Artwork, Geist, Charon, Bootsmann der finsteren Welt und, nice, Kristallflügel, Synchro-Drache, das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Zwar nicht aus dem Original-Set, aber das ist wirklich ein moderner Klassiker. Also, das ist sowas wie der Blue Eyes, nur halt in der modernen Zeit. Kann man fast sagen. Sehr, sehr schön. Den legen wir uns auf jeden Fall raus. Und ja, die nächste eigentlich auch gleich. Trishula auch aus BLLR. Beides Karten, die absolute Klassiker darstellen, legen wir uns beide raus. Sehr, sehr coole Sache. Wirklich sehr cool. So. Weiter geht's. Nächster Stapel. So, da haben wir jetzt Drachonik und Niederseelendrache. Da gab es erst letztens einen Reprint. Ich weiß gar nicht, was Dual Power oder was anderes. Auf jeden Fall ist der, glaube ich, ein Ultra oder ein Super rausgekommen. Sein erster Reprint seit seinem Original-Release. Lautloser Wobby. Ja, cooler Name. Chimera durch Überdrache. Klassiker. Mitsuki, Königreich der Duellanten. Reise ins Königreich. Die gehen, glaube ich, auch alle so ein Euro. Die von denen. Sehr cool. Da haben wir noch hier die Gloria aus Königsreich der Hand. Ah ja, hier Cummins. Okay, dann haben wir hier Necros von Einhorn. Doppelbeidrache, finde ich von der Optik her sehr, sehr cool. Machen wir hier wieder ein bisschen Cummins-Stuff, wahrscheinlich aus seiner Loser-Auktion. Salamangrate. Eieiei. Ein wilder Mix, wenn man so möchte. So, was haben wir hier? Link-Anhänger. Okay. Haben wir den Stapel auch durch. Habe ich hier noch einen kleinen. Und dann haben wir hier den Erzunterweltler Zombieschädel. War, glaube ich, eine Super Rare im Original-Set. Dann, oh, MX-Säbelbeschwörer. Das war eine relativ teure Karte. Damals, ich glaube, aus BLLR war das, glaube ich, auch die Chase-Karte. Die legen wir uns auf jeden Fall mal raus. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt noch wert ist. Dann Artefakt Heiligtum. Urteilsdrache. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Mega nice. Dann Infernoid Deviati. Wolf. So, da wieder Aufladung. Superstarker Samurai, Helfer. Zafion, Herr der Zeit. Und Abgrundschauspieler, Vorspieler. So. Nächste Runde. Dino Wrestler, finde ich auch gut. Dino Wrestler können so vom Prinzip her, könnten die sehr gut ins Ding passen, in GX. Dann haben wir Cyber-Stack-Drache. Das ist eine Booster-Holus, sehr cool. Habe ich auch schon mal eine neue zusammen. Dann, August, coming. Fliegen wir mal wieder so drüber. Stufenfresser war damals auch ein bisschen was wert, mittlerweile aber nicht mehr. Den gab es ja irgendwo auch aus Super Rare, glaube ich, aus Promo oder so, da war der auch wirklich 4-5 Euro wert. Was sind das? Okay. Also das ist wirklich eine sehr wilde Mischung. Mit den ganzen, von den ganzen Kamen speziell. So.
Dann haben wir bewaffneter Drachenkatapultkanone oder bewaffnete Drachenkatapultkanone. Oh, zweimal sogar. Oh, dreimal sogar. Das sind auf jeden Fall Booster-Holos. Kommen auch aus LED 2. Genau. Dementsprechend kommen die natürlich auch raus. Wissen wir. Gilt als echte Booster-Holo. Dann, Guki Drehkobra. Zähmer Editor. Okay, Underbutter. Wieder das Magiebuch. Oh Gott, Schwarzfeder Dunkelwutdrache. Der geht, glaube ich, auch so 70 Cent oder so. Ist auch ein bisschen teurer, in Anführungszeichen. Nummer 38, Hoffnungsvorbote Drachen-Titan-Galaxie. Ach du Schande. Und, Psi-Hüllenlord Omega. Zwar nicht aus dem Originalset. Aus dem Originalset geht er noch so 10 Euro. Sondern tatsächlich aus BLLR. Da geht er aber auch bestimmt noch so 1 oder 2 Euro. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte, die ich rauslegen möchte. Echt cool. Und hier geht's gleich weiter mit dem metaphysischen Horus in Ultra Rare aus Secrets of Eternity. Sehr, sehr schön. Auch die legen wir uns direkt raus. Also ich muss schon sagen, da ist kein Schrott drinnen, also geil, echt geil. Dann haben wir trügerischer Herrscher Ultimittel, ich finde den Namen so schlimm, ohne Witz, Ultimittel. Bishbalkin, dieser Name, einfach dieser Name. Firewall-Drache, Leute, aus Code of the Duelist, so aus dem Originalset, gar nicht aus dem MP18, sondern aus dem Originalset. So als erste Auflage, mega. Alter Schwede, aus dem ersten Link-Set. Die damalige Chase-Karte gewesen, beziehungsweise die Karte, die man wollte. Mega nice. Die legen wir uns doch auch noch raus. Hey, coole Sache. Dann haben wir den Goyo-Wächter. Fallenstellerin Atrax. Kartenkavallerist. Aufschlagen. Oh, Buch des Gesetzes. Für die Beschworenen. Sehr cool. Nice! Beschwörung! Die geht auch nochmal... Ja doch, die ist 40. Geht auch nochmal 7 Euro. 6, 7 Euro sowas. Mega nice. Das haben wir ja letztens im Opening die Ulti gezogen. Ja, aus dem OTS Tournament Pack 6. Jetzt haben wir sie hier nochmal aus ihrem Original-Set in Secret Rare. Sehr schön, sehr schön. Oh, magische Schmelze ist auch eine der Karten, die damals ein bisschen was ging. Die war, glaube ich, damals lag die so bei 5 Euro. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel wert sein, die legen wir jetzt auch mal nicht raus. Aber mega cool, mega nice. Omega Beschwörung, eine der schönsten Fallenkarten der Neuzeit, finde ich. Auch mega nice. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Common Stuff. Also echt nice, ohne Witz. Was der mich hier reingepackt hat, ey. Kriegt er morgen nochmal oder am Montag nochmal ein extra speziell fettes Dankeschön von mir. Muss ich ihn mal durch Überstunden entlasten. Okay, Stern Seraph Zepter, Cybers Verzauberer, doppelt oder nichts, Raubpflanze Spinnenorchidee, Necros von Valkyros. Valkyros war, glaube ich, auch damals ein bisschen mehr wert, glaube ich. Allerdings nicht aus Dupo, sondern aus dem Originalset. Dann Donnerdrache, Gewittersturm, Mech, Aroma Seraphin Jasmin, Mal der Rose, ursprünglich auch in Ultra Rare erschienen in Crossroad of Chaos. Cybers Verzauberer, wieder das Zepter, ewige Leere, Necros Kaleidoskop, Trickster Zauberlorbeere. Geistermädchen und Spukhaus. Das hat er auch gesagt, dass die Handtraps drin sind. Die sollen da wohl alle drin sein. Ja, moin, Alter, die legen wir uns natürlich raus, ist ja vollkommen klar. Aber hier Aschenblüte und Freudiger Frühling, die wohl relevant ist aktuell. Mega. Dann Geisterogre und Schneehase. Und ja. Natürlich auch Geisterschnitt und Winterkirschblüten. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich, wirklich top. Also ich glaube, ich bin mir zwar nicht sicher, also die Winterkirschblüte jetzt nicht, aber die anderen dürften alle 1-2 Euro wahrscheinlich gehen. Also mega cool, wirklich ohne Witz. Dann haben wir Necros Kaleidoskop, Mal der Rose, Guki Düsenoger, El Schattenpuppe Fusion, Verhängnisvolles Ziehen, Xyz Änderungstaktik, Glühender Roter, Herz und der Welt Laban, Signalkrieger, Wunderfusion, Sicherheitsaufseherin, Aromagisterin Rosmarin, Glühender Rotdrachen Erz und der Welt Laban. Dann haben wir wieder die Harpien-Tänzerin, Priesterlicher Drachenkönig von Atum, Glühender Rotdrachen Erz und der Welt König Elend, Visionsheld Vayen, Goki Käfigkampf, dann Raubpflanze Ragwurzskorpion, Dekodierzerstörung, Aromagisterin Jasmin, Taktischer Wechsler, Galaxiesoldat, Thun, dunkles Magiermädchen und glühender Rotdrachenerz und der Weltler Abyss. Weiter geht's.
sind bald durch, nicht mehr viel. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Comments. Comments. Ja. Haben wir hier den Comment-Stapel auch noch beiseite. Dann haben wir Comments. Comments. Oh, Slifer der Himmelsdrache, mega. Die spielbare Version dürfte auch 1-2 Euro wert sein, die legen wir uns auch raus. Die nicht spielbare hätte ich jetzt nicht rausgelegt, weil die schon zu überprintet ist, aber die spielbare, die ist tatsächlich noch ein bisschen was Besonderes zumindest. Weißer Aura-Wahl, okay. Oh, der hat einen ganz schönen Knick. Arkanit-Magier als Goldwehr, strahlende Spiegelkraft, Kettenverschwinden, Utopia-Rakete. Okay, Spielmarke, dann haben wir hier die drei Spielmarken, die in den LDKs drin waren. Sehr, sehr cool. Dann, okay, haben wir Slifer und Obelisk, die nicht spielbare Variante aus den Yugi Legendary Decks. Maschinenduplizierung, sogar eine gute Kamen. Wieder eine Spielmarke aus den ursprünglichen Yugi Legendary Decks. Dann dunkle Erneuerung, dunkle Illusion. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Kamen-Stuff. Hier haben wir den Ra. Und schauen wir mal weiter. Ja, Geschwisterbund war auch mal eine Karte, die ein bisschen was wert war. Sehr cool. Dunkler Magier des Chaos. Sehr schön. Oh, Raviel, Herr der Phantome. Aus Duelist Saga. Gar nicht mal so gebandet, wie sie normalerweise sind. Also ich muss sagen, so Duelist Saga, da haben sie nochmal, was die Qualität angeht, ein bisschen ins Klo gegriffen, weil das sind die Karten schon hart gebandet. Ja, also muss man einfach sagen. Aber ansonsten bin ich zurzeit wirklich sehr zufrieden mit der Qualität von Konami. Dann Verwandlungskrug, auch gut. Oh Gott, DD, Telepath, Sternenspatz. Ja, das ist glaube ich sogar ein Charakter aus Yu-Gi-Oh! So ein Show-Duellanten-mäßiges Unterfangen, würde ich jetzt mal sagen. Mega nice. Und gut. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Rest. Da haben wir hier Antimagischer Duft aus BLLA. Und drei Comments. Letzter Stapel, Freunde. Wir haben der Anfang vom Ende. Finsterlord Cerato zweimal. Schleier der Finsternis. Und Verlockung der Finsternis. Dann Finsterlord Maria zweimal. Schleichende Finsternis. Erzherrscher Christia. Schrecken des jüngsten Gerichts. Finsteres Wurfmesser. Finsterer Ausbruch. Jüngstes Gericht. Flucht aus einer anderen Dimension. Dann haben wir nochmal Christia. Prometheus, König der Schatten, finstere Dimensionen, wieder das Wurfmesser, Abgrundschauspieler, wilde Hoffnung, Abgrundskript, Aufstieg des Abgrundkönigs, Feuer des jüngsten Gerichts, Abgrundskript, Hort des Feuerdrachen, dann nochmal das Anfang vom Ende, Prometheus, Abgrundschauspieler, Garderobe, Abgrundschauspieler, Hauptdarstellerin, Superstar, den komischen Komödianten, nochmal Verlockung der Finsternis, fiese Verse, der Name, komischer Komödiant, aufsässiger Neuling, zweimal, Abgrundrequisit, wilde Kutsche, also ich muss sagen, die Abgrundschauspieler finde ich generell cool, dann haben wir nochmal den komischen Komödianten, den Komparsen, die wilde Kutsche, Eröffnungszeremonie, Fantasy-Magie, schleichende Finsternis, Abgrundschauspieler Garderobe, Komparsen, Fantasy-Magie, Garderobe. Oh ja, gehen wir mal hier ein bisschen schneller durch. Das scheint wohl alles relativ das Gleiche zu sein, bevor ich hier alles Thema vorlese. Okay, hier geht es jetzt mit was anderem weiter. Hier haben wir Malicious und Super Rare, Plasma, nochmal das jüngste Gericht. Genau, nochmal hier Schicksalsheld Celestial, auch cool. Ja, der sieht auch mega nach Schicksalsheld aus, also den finde ich halt auch mega cool. Drill Dark, auch eine coole Karte. Diffusion, eine der coolsten, ich sag jetzt mal, Schicksalshelden-Support-Karten, die damals rausgekommen sind, von der Optik her. Die Würfel in Secret Rare, auch cool. Dogma, größeres Schicksal. Dogma, Schicksalsheld Decider. Ich finde, der sieht gar nicht aus wie ein Schicksalsheld. Der gefällt mir auch so von der Optik her nicht. Der Hintergrund ist cool, aber das Monster selber, ich weiß ja nicht. Schicksalsheld Dogma. Dönertag, Dark Angel, einer der schönsten Schicksalshelden, die damals rausgekommen sind. Haben wir nochmal Schicksalssignal, Dystopia nochmal. Schicksalsheld Drill Dark, Malicious, Diamond Dude, Plasma, Malicious, Plasma,
Schicksalsziehen, Drill Dark, Schicksalssignal, Diamond Dude und Schicksalsziehen. Ja, das soll es gewesen sein, liebe Freunde. Das hier sind tatsächlich die Highlights von allem. Mega coole Sache. Er hat gesagt, es kommt noch mehr demnächst, wenn er wieder aussortiert hat. Also, krass. Also ich bin wirklich positiv begeistert, muss man fast schon sagen. Einfach mega, mega nice. Freut mich. Vielen, vielen Dank an dich nochmal. Ich sag's dir auch am Montag nochmal persönlich. Echt coole Sache. Damit unterstützt du mein Projekt. Unglaublich. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.